Hallihallo und guten Morgen, liebe Freunde. Ich wollte gerade guten Abend sagen. Nach langer Zeit wieder ein Let's Play von mir. Ich hatte eine kleine Pause eingelegt, aber jetzt geht's weiter mit Scribblenauts. Und ich hatte ja schon vergessen, dass wir immer noch hier festhängen. Ja, Frosch, ich wollte mal was ausprobieren. Ich weiß nicht, Teich. So. Tja, keine Ahnung. Oh, er frisst was. Okay, war nur eine kleine Probe. Huch, jetzt wollen wir nochmal in die andere Level gehen. Ich bin etwas konfus. So, wir hatten ja noch hier diesen einen Poseidon offen. Und ich will mal was ausprobieren. Ich hatte nämlich einen kleinen Tipp per Kommentare. Lebenslauf. So, wir versuchen das einfach mal. Oder Zeugnis vielleicht. Zeugnis. Vielleicht hier. Will er auch nicht. Zertifikat vielleicht. Okay, irgendwie wollen die das ja alle nicht. Nanu? Ach da. Vielleicht habe ich jetzt... Lass das wieder los. Zeugnis? Hä? Gut, irgendwie... Ist das der Lebenslauf das gewesen jetzt hier? Was war das denn jetzt? Lebenslauf. Ja, okay. Hat nicht funktioniert. Huch! Ich drücke mal das Falsche. Ich weiß gar nicht mehr, wie das Spiel geht. Versuchen wir einfach mal weiterzumachen. Die Pyramide ist noch nicht fertig. Huch, da war ich auch schon. Versuchen wir mal in die Mine zu gehen. Wie hieß die Mine jetzt? Unterstrichmine? Unterstrichmine? Okay. Versuchen wir das mal. Schön hier. Und da ist wieder einer von Maxwells Brüdern. Ein Kopf, wie es aussieht. Wie heißt denn der Gute? Und wir haben den Fisch noch aus dem Teich da mitgenommen. Hector! Diese Pilze brauchen ein Adjektiv, um sie schmackhafter zu machen. Da können wir gleich mal anfangen. Pilz? Hä? Pilz, hallo! Naja, wir laufen da erstmal hin. Unterwegs. So, was wollen wir denn hier? Okay, schütz mich vor den tödlichen Gasen. Der kriegt eine Gasmaske. Frisch ans Werk, würde ich mal sagen. Ein Vogel in der Hand. Ja, früher hat man ja Vögel mit in die Minen genommen, um zu gucken, ob Sauerstoff da ist oder nicht. Können wir die reiten? Aber nicht weit, so wie es aussieht. Absteigen. Können wir denn... Hä? Was können wir denn hätscheln? Ich wollte gerade sagen, den Fisch tun wir mal hier rein. Hilf uns, wir stecken fest. Versuchen wir es mal mit dem Feuer. Feuer. Huch, Feuer. Feuer. Fauer. Ah, Feuer. Ich meine Feuer, nicht Fauer. Was machen die unten in der Mine? Wahrscheinlich wurden sie ausgegraben. So, wie viele Splitter haben wir denn auf der Agenda? 5. Okay, 5. Da oben ist Hector. Mal gucken. Fliegende. Ob wir da hoch können. So, jetzt können wir den Pilzen schmackhafte. So, bitteschön. Pilzdinner. Hoffentlich waren die Pilze nicht vergiftet. Pilzkenner. So, und wir haben jetzt hier Hector als Freund. Als Bruder Hector. Und 50 Starrights. Damit haben wir die restlichen Levels freigeschaltet. Du hast genug Starrights gesammelt, um die neue Welt freizuschalten. Geh mit den Starrights, die du bisher gesammelt hast, zu Lily. Machen wir jetzt erstmal mich. So, ich gucke mal mit der Starright Vision, was noch so anliegt hier. 2 Missionen haben wir noch. Was ist er hier? Gib mir etwas, um das mächtige Mammut zu jagen. Ja, ja, du kriegst ja schon mal einen Speer, wie sich's für einen Steinzeitmensch gehört. Hoffentlich überlebt er das jetzt. Ja, er hat's überlebt. Und es hat wohl genügend Fleisch gegeben für die nächsten Jahre und er frisst alles auf. So, was ist er hier? Vampirjäger. Hilf mir dabei rauszufinden, wer ein Vampir ist.
Machen wir Knoblauch. Huch, ich habe schon wieder falsch geschrieben. Mit P statt mit. Guck mal, vielleicht kann er das hier haben, anwenden. Nein, ich wollte doch. Nee, du sollst es. Nee, bitte jetzt nicht. Ich dachte, jetzt ist er das Knoblauch. Anwenden. Anwenden. Aha, da ist er. Was ist hier unten? Soll ich dir helfen, damit er schneller geht? So wie du schlägst? Schwert. Hier, geht schneller. Boah, der Vampir hat Angst vor Vampirjäger. Ist er tot? So, was haben wir denn jetzt noch? 5 von 5 Splitter, jetzt können wir die Missionen machen. Das war ja einfach. Also ich habe gut reden. Jetzt sitze ich hier wieder bei den Missionen fest. Maxwell, der Superheld. Verwandle Maxwell in einen Superheld. Aber wir haben doch gar nicht Maxwell. Wir haben den Bruder. Mache Maxwell zum Superheld. Gib ihm zuerst etwas, um sein Gesicht zu tarnen. Maske. Wir haben doch Maxwells Bruder. Hautpflege. Ja. Starte Maxwell als nächstes mit einer Garderobe. Einer Garderobe aus, die einen Superhelden würdigt ist. Superheldenkostüm. Ich hätte das zusammenschreiben sollen. Aber da ist ja auch schon eine Maske mit bei gewesen. Was ist ein Held ohne Superpower? Weise Maxwell ein Adjektiv hinzu, das ihm eine besondere Fähigkeit verleiht. Ja, hatten wir ja schon. Gerade ist jetzt wieder weg. Fliegende, weil Superhelden können ja fliegen. Fliegende. Oh, und wir haben Starlight. Erste Mission accomplished, baby. So, auf zur nächsten Mission. 51 Starlights. Langsam müssen wir ja Lilly damit helfen können, weil wir so viele Starlights haben. Und das ist schon die nächste Mission, hier gleich um die Ecke. Im Netz gefangen, rette das Supermodell vor der riesigen feindlichen Spinne. Ist ja auch ein Adjektiv, feindlich. Ins Netz gegangen, Start. Hilfe, Hilfe, rette mich vor der bösen Spinne. Sie besteht aus Eis. Erschaffe etwas, das sie erledigt. Dann wäre die Mission ja schon komplett. Und das hat sie ausgemacht. Und das Holz hat sie auch kaputt gemacht. Autsch, jetzt ist sie aus Feuer. Ich werde verbrennen. Was, ja, was können wir denn damit machen? Können wir hier Wasser hier? Oh oh. Schlau. Feuerlöscher. Jetzt. Oh. Jetzt wird's kritisch. Ah, wir können da nicht rein. Und wir können das Feuer nicht ausmachen. So, nochmal mit Wasser. Getränk. Das war ja einfach. Einfach. Jetzt ist sie aus Stein. Pickel. Ich meinte ein Werkzeug. Das macht sie alles kaputt. Oh oh. Jetzt musst du die Spinne noch zerstören. Knarre. Ich hoffe, dass das jetzt funktioniert. Angreifen! Boah, ich dachte, die hält viel mehr aus. Oh nein! Was? Sieh, was du getan hast. Zerstöre die Babyspinne. Ah! Knarre. Nochmal, Gewehr. Aua! Aua! Oh, schnell den Starlight nehmen, schnell den Starlight. Oh, ich dachte, das war's schon wieder. Schnell weg hier. Und 52 Starlights und die Level ist komplett. Warum sind manche eigentlich so schwer und manche so pipi-eier-faxi leicht? So, wir gehen jetzt erstmal zu Lilly. Die ist ja schon komplett zugesteint. So. Oh ja, sie kann nur noch gucken. Hier, Lilly, jetzt stein doch nicht mehr weiter zu. Und sie freut sich.
Und wir haben die Weltraumlevel freigeschaltet, so wie es aussieht. Das Raumschiff erinnert mich irgendwie aus, wie heißt es noch? Doodler Jump. Genau, Doodle Jump. So, jetzt hier endgültig zugesteint und wir haben die letzten Levels freigeschaltet. Wir bewegen uns jetzt langsam aufs Ende zu. Dabei haben wir ja noch einige Levels. Und wir machen einfach unbewirrt weiter mit der Abjad-Düne? Ich weiß es nicht. Oh oh, das sieht nach Ärger aus. Und bitte keine schweren Levels mehr. So, und es geht weiter. So, was haben wir denn hier auf der ersten Agenda? Ich muss mein Königreich mit diesem Wandeltrank helfen. Dazu brauche ich 3 weitere giftige Zutaten. Nein, nein, nein. So, Schlangengift. Och nö, sag bitte nicht, dass du eine Schlangengift kennst. Was habe ich denn? Schlangengift? Schlange, Schlappe. Okay, versuchen wir es mal anders. Giftige Schlange. Okay. Eine Zutat. Giftige Spinne. Was habe ich geschrieben? Ja, ich weiß es nicht. Wie? Schon fertig? Ich dachte 3 weitere Zutaten. Dann leck mich. Achille scheint sie einzuholen, aber nicht fangen zu können. Wen denn, die Schildkröte? Wenn ich dieses Rennen nur messen könnte. Stoppuhr? Oder will sie ein Blitzapparat haben? Löse das Paradox. Okay, hier haben wir alles. Was will er hier? Steinmetz, ich kann dem Pharao kein Monument mit meinen bloßen Händen bauen. Da haben wir doch schon mal was gehabt. Pickel. Ja, hier ist ein Pickel, Freund. Kannst pickeln. Pickeln. Ja, schön. Stolzer Pharao. 8 Splitter müssen wir bekommen. Was steht hier denn alles rum, sag mal? Ich muss einen Sandwurm finden. Sie werden von Geräuschen angezogen. Haha, Dune. Wie ist das Ding? Plumpser? Oder sowas? Klopfer? Ich weiß es nicht. Türklopfer? Können wir das machen? Erdbeben? Was habe ich jetzt wieder geschrieben? Erdbeben. Ja. Ich dachte, man kann keine Copyright-geschützten Sachen eingeben. Das war doch ein Wurm von Dune. Ganz klar. Wer Dune nicht kennt, ja, Bildungslücke. Meine Statue ist etwas leblos. Willst du ihr helfen? Lebloser. Och, alle diese Wörter, da kommt doch keine Sau drauf. Und ich habe mir jetzt nochmal so nebenbei Super Scrollouts für den DS geholt. Das werde ich anspielen. Leider kann ich es nicht let's playen. Deswegen, ja, vielleicht werde ich es mal mit der Webcam an let's playen, um euch das mal zu zeigen, wer Bock drauf hat. Aber wir machen jetzt einfach hier mal weiter. Nur so am Rande. Lebende. So, hier lebt doch. Da hast du den Salat. Jetzt haut sie ab. Fast wie echt. Und die Musik finde ich ja auch gar nicht so schlecht. Ach, hier geht's weiter, oder wie? Nee. Ein Glück nicht. So, hilf mir eine Seuche zu beschwören, um diesen Grabräuber zu verseuchen. Seuchende Sumpf. So. Okay, das hat jetzt nicht funktioniert. Hey. Giftige Sumpf. Schreibe ich jetzt nochmal. Giftige Sumpf. Nein! Der Freak hat den umgenietet. Das, dafür kriegen wir noch einen Splitter. Okay. Jetzt, stolze Pharao. Der Pharao wird darüber erfreut sein.
Da haben wir alles erklärt. So, unwahrscheinliches Wetter, Rätsel der Sphinx. Okay, was haben wir denn? Rätsel der Sphinx, hilf mir dabei. Okay, das machen wir jetzt einfach mal. Und danach setzen wir die Level gleich zurück. Also, wo ist denn hier jetzt hier? Die zweite da. Hilf mir bei diesem Rätsel. Was ist am Morgen vierfüßig? Oh ne, bitte nicht. Und am Abend zweifüßig. Am Mittag zweifüßig und am Abend dreifüßig. Boah. Ne. Oh, bitte nicht. Das ist doch krank, so ein Rätsel, ey. Ich hasse solche Rätsel. Ich hasse Rätselspiele. Ich will Rätselspiele gar nicht spielen. Oh Mann, ey. Wer denkt sich denn sowas aus? Oh nein, ich schaff die Level schon wieder nicht. Ich will mich nicht spoilern. Okay, weiter. Meine Wettermaschine ist kaputt. Helf mir, den Meteorologen mit seltsamem Wetter zu beeindrucken. Bunter Sturm. Unwahrscheinliches Wetter. Okay, das hätten wir zumindest. So, ich setze mal die Level kurz zurück. Damit wir dem Grabräuber ja helfen hier. Damit wir zumindest den Splitter noch bekommen. Also ohne Splitter würde ich ja gar nicht da sitzen. Hilf mir, eine Seuche zu beschwören. Warte mal, Seuche. Können wir das so machen? Okay, eine Seuche für dich. Das haben wir geschafft. Aber es ist halt nur noch dieses blöde Wetter mit der Sphinx. Hilf mir bei diesem Rätsel, was ist am Morgen vierfüßig, am Mittag zweifüßig und am Abend dreifüßig? Hä? Guck mal, wie viel Objektsplitter, Fahrzeuge, Kleidung, lebendig, Musik. Was kann man hier eigentlich machen? Ich weiß es nicht. Achso, das sind die Splitter, die wir alle noch nicht geschafft haben, so wie es aussieht. Und ich mache jetzt erstmal hier das Spiel. Wüstenräuber, beschütze das Dorf vor den räuberischen Banden. Bitte aber keine Rätsel mehr. Ich kann diese Rätsel einfach nicht mehr sehen. Oh. Wo sind die Räuber? Naja, viel Spaß. Die Botin der Banditen sagt, dass ihre Bande die Ernte des Dorfes plündern wird. Maxwell muss Hilfe rekrutieren. Das klingt ja nochmal einfach. Wache! Och komm, bitte nicht. Wachenmann. Was habe ich denn geschrieben? Ich hätte vielleicht einen Wachposten nehmen sollen, aber der Polizist ist ganz gut, weil er eine Knarre hat. Hä? Wach? Wachposten. Die Botin Maxwell muss Hilfe rekrutieren. Warte mal, antiker Kämpfer vielleicht? Okay, drei haben wir. Was passiert jetzt? Ein Ingenieur unterstützt nun das Dorf. Hilf ihm, die Festungsbauten für den Ort zu erstellen. Die kommt hier hin, die Mauer. Da kommt keiner mehr langs. Jo, wir verwandeln das Ganze mal an eine Festung. Zeige den Bewohnern als nächstes, wie man kämpft. Rekrutiere jemanden, der das kann. Ausbilder vielleicht? Ausbilder. Lehrmeister Militär. Oh, das geht da gut hier. Alles in die Wanten! Ja. Und die Kuh auch. Ja, genau, aus der Kuh machen wir ein Pferd. So, rekrutiere nun jemanden, der das Lager des Gegners inflitieren und ausspionieren kann. Was? Habe ich schon?
Genau, der Bulle. Ich hätte Spion geschrieben, aber der Bulle macht das, ja? Entschuldigung, der Polizist. Statte Maxwell endlich mit einer Waffe aus. Minigun. Wenn schon, denn schon. Die kommen hier nie längs. Ihr kommt hier nicht rein. Oder doch? Maxwell, Jan ist da, right, greif an! Oh, hier ist noch einer. Das war knapp. So. Okay. Haben wir jetzt fertig hier? Ja. Nur noch dieses eine Rätsel, was jetzt noch oben hier ist. Wo ist es denn? So, hilf mir. Was ist am Morgen Vierfüßig? Keine Ahnung. Pyramide. Hier. Sphinx. Ich habe keine Ahnung. Sandwurm vielleicht? Käfer. Na, ah, jetzt geht das schon wieder los. Okay, das muss ich allerdings nachlesen, dieses Rätsel, und das mache ich jetzt einmal. Und so lange legen wir eine kleine Pause ein und wir sehen uns dann hier wieder, wenn ich dieses Rätsel lösen kann, weil ich habe keine Ahnung. Ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht. Du bist so dumm für alles. Ja, bin ich auch. Bis später, Mann.